Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin André und das ist mein Kanal. Ja, wir waren jetzt in Tesperhude gewesen das letzte Wochenende, haben uns da wieder einen neuen Campingplatz angeguckt, und zwar den Campingplatz Hohes Elbufer. War eine tolle Erfahrung und wir werden auf jeden Fall wieder hinfahren. Ja, wir haben ja nun gerade momentan echt so eine Hitzewelle und wir haben gedacht an der Elbe. Weht vielleicht ein kleiner Wind und sind dann von zu Hause so ein bisschen geflohen. Ja, und dann sind wir dahin und kamen da an. Aber ja, seht selbst. So, wir sind gerade angekommen hier. Campingplatz Hohes Ufer hier an der Elbe. Die Sonne brennt unbarmherzig. Wir sind hier 37 Grad. Kein Lüftchen. Wir stehen hier direkt am Wasser und es glüht von oben. Es glüht, echt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir ganz schnell uns hier richtig hinstellen, Strom anschließen, Kühlschrank anmachen und dann sehen wir weiter. Oh, so, wir schwitzen hier wie Sau. Das ist unglaublich. Oh, hält's nicht aus. Aber mal gucken. Zwei Minuten später. Die Deko ist in der Sonne und lädt auf. Das ist ganz wichtig. Also wirklich wichtig. Noch vor dem Kühlschrank. Alles, Oh, Kühlschrank ist an. Wir sind safe. Aber wir müssen unbedingt nachher noch ins Wasser. Also Leute, oh, ich melde mich in 2 Minuten nochmal. So. 2 Minuten später. Die Stangen sind sortiert. Oh, Alter, das geht gar nicht. So, alles nach Farben sortiert, so wie es sein soll. Nee. So, zack, zack, zack. Ey, das ist, hier gehst du so kaputt. Oh, Spanien. Scheißdreck dagegen. Okay, dann wollen wir mal ganz schnell das Dach aufbauen und in 2 Minuten melde ich mich wieder. Schlüssel kochend heiß, alles kochend heiß hier. Oh, 2 Minuten später. Ja, wenigstens unser Schatten steht soweit. Jetzt sehe ich zu, dass ich da noch mal ein paar Schrauben in den Boden haue. Hier habe ich es ja schon fertig gemacht. Mein T-Shirt ist komplett durch. Und ja, freier Oberkörper möchte ja keiner sehen. Ja, und jetzt sehen wir zu, dass wir hier die Tisch und Stühle und alles hinstellen und vielleicht gleich mal ins Wasser springen. Da werdet ihr aber wohl nicht dabei sein. Also, bis später. So, wieder 2 Minuten später. Hauptsache die Deko steht. Hauptsache die Frau rennt durch die Deko. Ja, oh Gott. Ja, ist schon, oh, schon schön jetzt. Aber wir sind ganz schön durch. Das ist echt unglaublich. So, hier können wir gleich Wasser zapfen. Das sind aber keine Toiletten, sondern können uns nur abwaschen und Wasser holen. Ja. Und hier vorne, da. Gehen wir gleich raus und da geht man zu seiner Wasserstelle.
Ja, wir haben da ja nun jetzt alles aufgebaut und das ging ja im 2-Minuten-Takt, das ging ja alles recht schnell. Und ja, dann, nachdem wir dann auch den Sprung in die Elbe gewagt hatten, haben wir uns natürlich auch auf eine Dusche gefreut. Ja, das war so ein kleines bisschen ernüchternd. Wir haben uns dann die sanitären Anlagen angesehen. Schaut euch das mal an. So, ich bin jetzt mal hier in das Toilettenhäuschen gegangen. Da hast du hier gleich die Kabinen. Nebeneinander hier. Sehr sauber. Sehr, sehr sauber. Ist natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber man kann echt nichts sagen. Das ist echt schön. So, und hier ist die Dusche, ne? Wohl nur eine Dusche für die Herren. Aber da ja die meisten hier sowieso in die Elbe springen, ist das hier wahrscheinlich jetzt auch nur noch mal einmal zum kurz mit Seife abduschen. Ja, der Duschautomat hier, der nimmt 50 Cent Stücke. Also man muss jetzt keine Münzen oder so dafür besorgen, sondern nur 50 Cent Stücke und sage und schreibe 5 Minuten kann man dafür duschen. Das ist doch schon mal eine ganze Menge. Ja. Ja, ist alles da, was man braucht. Alles gut. Ja, die sanitären Anlagen sind natürlich ja, nicht so das Gelbe vom Ei. Aber dazu muss ich erklären. Der Campingplatz, die ersten offiziellen Aufzeichnungen zu diesem Campingplatz gibt es 1961. Wir haben aber Mitglieder getroffen, die schon seit 1957 da sind. Und der Campingplatz liegt ja nun auch direkt an der Elbe, wird nicht durch irgendeinen Deich geschützt oder sonst irgendwas in der Richtung. Und aus dem Grunde, ja, jedes Mal, wenn das Wasser über die Ufer tritt, hat das natürlich auch die Sanitärhäuser erreicht und hat die natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Ja, insofern kann man verstehen, wenn die da nicht allzu viel investieren, wenn das alles immer wieder überschwemmt wird. Weil jetzt so ein Sanitärhaus, sag ich mal, abzubauen und hoch auf einen Sockel zu stellen, das ist eine sehr kostspielige Geschichte für so einen gemeinnützigen Verein. Ja, es wurde aber im hinteren Bereich des Campingplatzes wurde ein neues Sanitärhaus gebaut. Da ist auch die Abkippstation für die Chemietoiletten. Da gibt es Waschmaschine und Trockner. Und auch die Herren- und Damenduschen sind sehr modern. Also genauso, wie man das eigentlich auch erwartet und gerne hat. Ja, da kann man, aber ja, wenn man dahin möchte, dann am besten hat man da irgendwie ein Fahrrad dabei, ein Klapprad irgendwie oder sowas, ne? Weil das ist dann doch schon so ein kleiner Fußmarsch. Jedenfalls bei dieser Hitze war das ja, eine ganze Ecke zu marschieren und wenn man dann wieder zurück ist, dann hätte man gleich wieder duschen gehen können. Ja, nein, also dieses Haus, das neue, das wurde dann auch. Na, was machst du denn hier? Na. Ja, das neue Haus wurde ja dann auch ein bisschen höher, ja, auf den Sockel gestellt. Ich werde hier. Ja, was willst du mit aufs Bild hier, oder was? Ha? Du musst da in die Kamera gucken. Ja, gut, okay. Also diese Fliege, das gibt's ja gar nicht. Moment, ich muss mich mal um sie kümmern. Ja, da bin ich wieder. Der König hat gesprochen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Ruhe hier. So, ja, wo war ich stehen geblieben? Mit den Duschen. Also das neue Haus ist wirklich, das neue Sanitärhaus ist wirklich zu empfehlen. Wobei die anderen ja sehr gewöhnungsbedürftig sind. Aber okay, wer der Meinung ist, das stört ihn nicht, der wird auch seine Freude haben. Ne? Der Campingplatz, der liegt ja nun direkt an der Elbe. Direkt am Elbwanderweg, wo gleich hinter dem Zaun, also wirklich ein tierischer Wald sich befindet,
der also mördermäßig steil bergauf geht. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Film so rüberbringen kann. Es war ein bisschen schon ein bisschen dämmerig. Ist aber auf jeden Fall ja nun direkt an der Natur dran. Also da sind Spinnen ohne Ende und den wird man auch nicht her. Ja, gut, okay, das dazu. Das Thema hat sich denn jetzt erstmal erledigt. Dieser Campingplatz hat uns ja sehr überrascht vom Preis her. Also wir haben jetzt für zwei Übernachtungen, zwei Erwachsene, Auto, Wohnwagen, Strom, WLAN und Wasser haben wir sage und schreibe 37 Euro bezahlt. Also für ein ganzes Wochenende 37 Euro. Also da kann man echt nichts sagen. Dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann nehme ich auch mal eine Spinne in der Dusche in Kauf oder ja, dass das Klopapier, was man da auch selber mitbringen muss, das haben wir dann auch gelernt, zumindest in den beiden älteren Sanitärhäusern, das nimmt man dann schon mal ganz gerne in Kauf. Also eines möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Und zwar gibt es da eine Badestelle. Und die war auch gar nicht so weit von unserem Platz entfernt. Jetzt kommt hier schon wieder so eine Fliege. Alter Falter, muss ich erst den König spielen wieder? Gibt's doch gar nicht. Okay, also, und die zeige ich euch jetzt, bevor ich hier noch wahnsinnig werde. Ne? Schaut euch das mal an. Die Badestelle ist doch ein Knaller, oder? Dazu muss ich allerdings auch noch sagen, dass diese Badestelle eigentlich gar keine Badestelle ist, sondern ein offizieller Löschwasserzugang. Weil dieser Campingplatz darf natürlich keine Badestelle haben, weil es darf auch nicht mehr Schilf weggenommen werden, weil es ist ein Naturcampingplatz und das Schilf dient eben halt auch der Sicherung der, ja, des Ufers. So, also ist das jetzt nur so ein kleines bisschen weggenommen, damit man im Notfall an das Löschwasser rankommt. Da ja der Rest doch ziemliche Abbruchkanten hat vom Ufer her. Da kommt man nicht so an das Wasser ran. Ja, das denn dazu. Aber schön, dass es diese Stelle gibt.
Fall, das war echt schön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier von der Elbe. Wir haben die Nacht gut überstanden. Es war sehr laut von der Natur her. Also die Gänse, die machen hier richtig Terz die Nacht über. Und alles andere auch. Und du denkst, ja, hier sind Schwimmer im Wasser. Aber dabei sind das die Fische, die nach den Insekten schnappen. Also es ist schon ziemlich heftig, was hier abgeht. Aber es ist eben halt Natur, ne? Alles in allem haben wir das aber hinbekommen, dass wir noch ein bisschen Luft in den Wohnwagen bekommen die Nacht. Ist der noch abgekühlt auf 26 Grad innen drin? Das ging dann. Jetzt haben wir schon wieder knapp 30 Grad draußen hier und das ist schon. Ja, das wird ein heißer Tag auf jeden Fall. Wir wollen jetzt erstmal frühstücken. Na, ist ja auch schon fast Mittag. Das darf man gar nicht sagen. Na, egal. Ja, nein, das ist natürlich noch 8 Uhr morgens. Frühe Vogel und so, ne? Ja, nein, wir wollen jetzt mal versuchen, ein paar Brötchen zu machen. Und zwar mit unserem Kadergrill. Zum allerersten Mal. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Hab mir hier den Grill aufgebaut auf dem Tisch. Und will dann mal versuchen, dass wir hier backen. Und dann schauen wir mal, ob das schmeckt. Andrea macht drin Rührei. Lecker. Also, schauen wir mal. Ein schöner Ausblick, ne, vom Frühstückstisch. Oh, Wahnsinn. So, ich habe ja die Brötchen in dem Kadak-Grill gemacht. Beziehungsweise in der Zeit, wo ich euch eben was erzählt habe, waren die ja nur drin, nur ganz kurz, auf ganz klein. Und ja, der Boden ist schon mal gut gedunkelt, würde ich sagen. Also ja, das haben wir natürlich sofort ausgemacht. Und ja, lassen das jetzt noch mal ein bisschen nachwirken auf der anderen Seite. Und also, wenn man Brötchen im Kadergrill macht, drehe ich mal um, dann sollte man darauf achten, auf ganz klein stellen und echt nicht aus dem Auge lassen, sondern wirklich nur ganz kurz rein. Denn immer wieder drehen, damit sich da gar nicht das erst so dunkeln, verdunkeln kann. Ne? Kleiner Tipp am Rande. Ich lerne auch noch. Also, mal gucken. Tschüss. Frühstück. Ja, seht ihr diese Blümchen, diese Pflanzen hier direkt vor unserem Wohnwagen, die nennen sich Nachtkerzen. Und die haben den Namen daher, weil sie nur nachts blühen. Das sind gelbe Blüten, die so richtig aufpoppen abends. Sieht total schön aus. Schaut mal. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. Also, ich hoffe sehr, dass euch die Rückblicke auf unser Wochenende auf dem neuen Campingplatz gefallen haben. Ich möchte euch ganz gerne jetzt noch einmal auf dem Lageplan zeigen, wo unser Platz war und wo die Waschhäuser sind und so. Schaut mal hin. Ja, um euch das zu zeigen, bin ich jetzt mal auf die Homepage gegangen von dem Campingplatz. Wie ihr seht, gibt es hier auch tolle Luftaufnahmen, die den Platz auch schon eigentlich in seiner vollen Größe zeigen. Fast.
Jetzt mal runter hier auf die Platzkarte. Vergrößere die. Ja, und dann geht das hier an der Seite. Hier ist der Platzwart. Hier geht das rein. Und hier haben wir schon das erste Waschhaus. Dann haben wir hier alles Dauercamper. Das heißt also, die dunklen Felder, die dunklen Nummern, das sind alles Dauercamper. Die weißen Nummern, hier, da und so, das sind alles Touristenplätze. Und jetzt hier vorne sind auch Zeltplätze und so. Also, hier ist das erste Toilettenhaus. Hier ist das Gerätehaus von dem Platzwart. Und hier ist auch unser Platz. Das ist ein Platz, das war mal ein Dauerplatz. Und den haben sie, der wurde aufgegeben. Und da haben die vom Campingplatz gesagt, damit die Touristen auch mal einen schönen Platz haben, wo sie auf die Elbe gucken können, wird der hier für Touristen gelassen. Weil die anderen Plätze hier, da hast du keinen Blick auf die Elbe. Na, du hast hier die Dauercamper, die haben hier einmal ringsherum alles belegt. Hier gibt es höchstens noch einen Platz, wo du ein bisschen gucken kannst. Ja, und ansonsten Waschhaus 1, 2, das sind die beiden alten Häuser, die immer mal überspült werden. Und das 3, das ist das neue Haus, was etwas erhöht liegt. Ja, und hier war unser Platz. Ein wirklich sehr, sehr schöner Platz. Kann man nicht anders sagen. Habt ihr ja gesehen. Ja, das wollte ich euch zeigen. Ja, ist doch gar nicht schlecht so, dieser Platz, oder? Ist nicht so voll und am meisten hat uns auch imponiert, dass die Dauercamper uns so richtig herzlich empfangen haben. Sind sofort auf uns zugekommen, haben herzlich willkommen gesagt und ja, und als wir dann wieder fahren mussten, da waren die total traurig. Was? Ihr wart nur das Wochenende da? Wir dachten, ihr bleibt länger und auch schade und so. Ja, also das war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Erfahrung. So liebe Menschen wieder kennengelernt und ja, ein total schönes Wochenende genossen. Das letzte Wort übergebe ich jetzt nochmal an mich mit einem kleinen Videorückblick und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Also. Tschüss. Ja, wir sind jetzt wieder abfahrtbereit. Es ist Sonntag, das Wochenende ist rum. Es war ein sehr schönes Wochenende hier auf diesem Campingplatz. Das Häuschen hinter mir, wo die anderen Sanitärhäuschen auch so aussehen, das steht tatsächlich schon seit 1957, war früher eine Toilette, ist jetzt die Werkstatt von dem Platzwart, was wir jetzt so erfahren haben. Und diese Häuser, die wurden im Laufe der Jahre schon so einige Male überspült, beziehungsweise das Hochwasser hat die schon zur Hälfte immer untergehen lassen. Insofern dürfen diese Häuser logischerweise auch dementsprechend aussehen. Das neue Haus hinten, das neue Sanitärhaus, das ist auch etwas erhöht gebaut auf so einem großen Sockel. Da ist natürlich die Gefahr nicht ganz so groß, dass es da überspült wird. Ja, das jetzt nochmal dazu. Na, ich wollte mich von euch verabschieden. War schön, dass ihr dabei wart. Wir werden jetzt den Wohnwagen ranhängen und ja, verabschieden uns denn hier von diesem Campingplatz, von diesem schönen Platz am hohen Elbufer. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Euer André. Tschüss.